Kobayashi! Kobayashi! Was? Bist du immer noch am Schlafen? Der Unterricht ist vorbei! Diese Stimme, wieso kommt sie mir so bekannt vor? Ist das Murata? Unterricht? Murata? Du hast geschlafen wie ein Stein. Warst du gestern Abend noch bis spät in die Nacht wach? Also, wir werden jetzt wohl das Leben von Kobayashi in der Akademie durchführen. Meinetwegen. Da hinten ist die Telefonnummer 3778839888. Ah, ich bin nur eingeschlafen, weil jede Geschichtsstunde wie eine extrem starke Hypnose wirkt. Wie bin ich überhaupt zum Klassenraum gekommen? Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Ich war nach dem Mittagessen so müde, dass ich aus Versehen auf meinem Platz eingeschlafen bin. Wenn der Geschichtslehrer das gehört hätte, wärst du ziemlich erledigt. Ich spreche von seiner dröhnenden Stimme. Geschichte ist so langweilig. Ich habe keine Ahnung, was ich mit diesem Wissen tatsächlich einmal anfangen soll, wenn ich erwachsen bin. Kobayashi sieht noch echt gut aus, muss ich sagen. Also er wird später ein bisschen hässlicher. Glücklicherweise hat er dich heute beim Schlafen nicht bemerkt, oder du hättest wieder die Namen aller bisherigen Kaiser aufzählen müssen. Das ist nicht so schwer. Ich kann sogar die Namen aller Ehefrauen der bisherigen Kaiser aufzählen. Das wären dann etwa 3000 Frauen. An wie viele kannst du dich denn erinnern? Hey, worüber redet ihr beiden da? Okay, Ryu sieht hässlicher aus. Also er wird besser aussehen da. Ryu, da bist du ja. Was machst du da? Magst du diesen nervigen Typen wirklich? Ryu, dieser Arsch, posiert häufig in den schwachsinnigen Haltungen. Was um Himmels Willen denkt er sich nur dabei nur? Ah, ich dachte gerade an eine neue Pose. Sie ist elegant wie ein Balletttanz und strahlt Schönheit und Enthusiasmus aus. Nicht schon wieder, seine Eltern tun mir echt leid. Was denkst du? Fehlen dir die Worte, wenn du mich so elegant siehst? Ja, ich würde die Eleganz gern direkt aus dir rausprügeln. Ach komm schon, Kobayashi. Du bist doch nur neidisch auf meine bemerkenswerten Eigenschaften. Ich muss wirklich sagen, Ryu ist eigentlich der unnötigste Charakter des ganzen Spiels, aber ich liebe ihn. Er ist einfach Trash. Ich wäre vielleicht mitfühlender, wenn du intelligenter wärst. Ich bin vielleicht nur ein klitzekleines bisschen neidisch auf seine Eigenschaften. Wurdet ihr beiden geboren, um euch gegenseitig anzugiften? Zu kämpfen bedeutet zu lieben, und meine Liebe für Kobayashi ist in etwa wie bei Romeo und Julia. Am Ende töten wir uns beide gegenseitig, was immer faszinierend ist. Dieser Satz von Ryu, wow, der ist. Du bist doch so ein Idiot. Obwohl ich die Metapher tatsächlich gut finde. Ich schippe die beiden. Alles, was aus deinem Mund kommt, ist protzig. Der Unterricht ist vorbei. Gehst du noch nicht nach Hause, Ryu? Das Beste an der Schule ist der leere Campus, wenn alle Unterrichtsstunden vorbei sind. Ich bin müde, ich möchte noch nach Hause und schlafen. Ich bin mal weg. Okay, dann gehe ich auch. Na los, Kobayashi. Wartet mal eine Sekunde. Stopp, Moment mal. Es ist heute. Ja, dann Ryu, bist du noch ganz da? Spinner. Wally. Ich meine, heute ist Donnerstag. Donnerstag? Was ist dann Donnerstag? Hast du es vergessen? Den Schwur, den wir auf unsere Freundschaft geleistet haben. Außer Kobayashi, der war nicht da. Hä? Wie albern. Ach, du meinst das Versprechen von letzter Woche? Eine Geschichte, die man sich an unserer Schule erzählt, ist, dass man jeden Donnerstagabend gruselige Geräusche aus dem Umkleideraum hören kann. Auch so, dass diese sieben Legenden der Schule, die es in jedem gefühlten Anime und Japan und was weiß ich gibt, das wäre lustig. Was denn sonst? Ah, die sieben ungelösten Mysterien. Du sprichst von den Zwischenfällen. Typischer Anime-Plot. Gefällt mir. Korrekt, heute ist Donnerstag. Habt ihr das schon noch nicht gewusst? Ich sag's gerne nochmal. Heute ist Donnerstag. Ryu, bitte sag es doch mal für die Zuschauer. Heute ist Donnerstag. Danke, Ryu. Danke. Es ist der perfekte Zeitpunkt für uns, eins der sieben ungelösten Mysterien selbst zu erleben. Meinst du das ernst oder sagst du das gerade nur so? Du hast doch keine Angst, oder? Ich schon. Ach, geht kein Schwachsinn, wir fürchten uns nicht. Los geht's. Wer hätte schon Angst vor einem Geist? Let's go, Evoli. Hey, wartet auf mich. Stopp, wollt ihr die Chance nicht nutzen, euch mal umzuschauen? Was meinst du? Die Szenerie. Weiche Haut, ein Hauch von Parfum. Was für ein Bild. Was für eine Szenerie. Oh, es ist die Mädchenumkleide. Die Mädchen was? Es gibt ein paar Geschichten, die auf dem Fuchiyu Campus erzählt werden. Jeder spricht über sie und jeder, der von ihnen gehört hat, fürchtet sich. Die sieben ungelösten Mysterien auf diesem Campus sind in das Herz eines jeden Schülers eingraviert. Niemand hat bisher die Wahrheit aufgedeckt und niemand hat es bisher gewagt, es genauer zu untersuchen. Das Einzige, was sie taten, war ihnen einen einschüchternden Namen zu geben. Die unglaublichen Fuchiyu-Zwischenfälle. Ein richtig gruseliger Name. Wir müssen bis 18 Uhr warten, stimmt der Ort?
Oh, die Mädchen im Kleide neben dem Chemielabor im 5. Stock. Das ist definitiv der Ort, wo die Zwischenfälle wiederholt auftreten. Seid also bereit. Du erwartest einen Geist, sobald unsere Mitschülerinnen weg sind, oder? Ganz sicher, Murata. Du bist doch der unscheinbarste von uns. Du kannst doch schon mal in die Lage einschätzen, während die Mädchen noch hier sind. Du kannst so tun, als ob du aus Versehen hineingestolpert wärst und ihnen sagen, du hättest nichts gesehen. Lass mich bitte einfach gehen. Es ist Zeit, sich wie ein richtiger Mann zu benehmen. Deine Philosophie ist einfach zu merkwürdig. Wieso bin ich überhaupt mit dir befreundet? Oh mein Gott. Was war das? Kam das von da drin? Hast du das Geräusch gerade gemacht, Ryu? Nein, wer war das? Oh, vielleicht sind die Legenden ja wahr. Ihr Idioten, habt ihr den Verstand verloren? Ihr werdet doch jetzt nicht wirklich reinschauen, oder? Doch, ich werde definitiv einen Blick reinwerfen. Warte, das ist wirklich gruselig. Habt ihr das gerade gehört? Das war nicht nur meine Einbildung, oder? Ich glaube nicht, dass du dir irgendwas einbildest, obwohl dein Hirn wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Banane ist. Lass uns reingehen und uns umsehen, okay? Sei nicht blöd. Als Gentleman kann ich doch nicht in die Mädchen umkleiden. Dieses Verhalten wäre in keinster Weise akzeptabel. Veräppel mich nicht. War es nicht deine Idee, herzukommen? Ich habe es vorgeschlagen, aber muss auch mal lernen, Nein zu sagen. Hä, wo ist Kobayashi? Er war doch gerade noch hier. Wo ist er hin? Nein! Hey, Kobayashi, du Perversling! Kobayashi, ich sag ja oft, dass ich mich fürchte, aber du zeigst mir, dass es nichts gibt, wovor man sich fürchten muss. Siehst du? Du machst dir nur selbst Angst und wie du siehst, ist hier niemand. Ängste vor supernatürlichen Dingen oder Geisterheimsuchungen entstehen nur in deinem Kopf. Obwohl niemand hier ist, ist es doch etwas gruselig. Die Lichter sind an. Wovor sollte man sich also fürchten? Vor nichts, aber es können Geister hier drin sein. Und dieses Geräusch, es kann nicht einfach aus dem Nichts gekommen sein. Das ist also die Mädchenumkleide. Ich weiß ja nicht, sieht eher verlassen aus. Was hast du denn bitte erwartet? Naja, ich meine, Mädchen. Kobayashi, wir haben alles gesehen, können wir jetzt gehen? Wartet. Obwohl wir keine Mädchen gesehen haben, wurden die 7 ungelösten Mysterien noch nicht aufgedeckt. Deine Neugier ist heftig. Nein, dein Sexualtrieb ist heftig. Okay, das war's. Reißt euch zusammen und nichts wie raus, hier, bevor uns noch ein Lehrer erwischt. Ja. Ah. Ja. Ich geh. Hey, Murata, renn, ich warte. Kobayashi, du kommst nicht mit. Was hast du da? Haare. Sie sind wirklich schmutzig, aber einige dieser Sachen sehen aus, als gehörten sie hier nicht hin. Oh mein Gott, wo hast du die gefunden? Im Waschbecken? Es ist nicht normal, egal was es ist. Wenn jemand hier drin getötet wurde, sucht ihr Geist bestimmt nach Rache. Die beiden sind echt viel zu nervös. Aber irgendwas fühlt sich hier trotzdem falsch an. Manche Sachen sind ein bisschen fehl am Platz in dieser Umkleide. Das sollte ich mir genauer ansehen. Gibt's denn hier auch Kämpfe dann? Okay. Ein Putzwagen, vollgestopft mit Reinigungsmitteln und Putzutensilien. Wenn der Wagen hier ist, sollte das Putzpersonal auch irgendwo in der Nähe sein. Aber wo sind sie nur? Generell sollte die Person, die Umkleide und Badezimmer der Mädchen sauber macht, eine Frau sein. Wo ist sie jetzt? In der Umkleide sind Besen und Putzutensilien. Auf diesem Schrank ist ein weißes Handtuch. Sieht aus, als hätte es jemand aus seinem Spind geholt und bereitgelegt. Eine schwarze Herrensporttasche mit einer Kamera darin. Eine Kamera? Wofür die Kamera? Wem könnte diese Tasche gehören? Diese Art von Tasche ist nicht gerade üblich unter den Mädchen, daher ist sie ziemlich sicher die Tasche eines Kerls. Solche Taschen werden typischerweise von Jungs für sportliche Aktivitäten benutzt. Die Tasche ist groß genug, um allerlei Gegenstände darin zu verstauen. Eine schwarze Männersporttasche mit einer Kamera darin wurde auf einer Bank hinterlassen. Der Boden ist feucht und jeder, der hier vorbeigehen würde, würde seine Sohlen nass machen. Ich hasse es, auf nassen Boden zu treten. Der Boden ist wegen den vielen Wasserpfützen ganz schön rutschig. Die Umkleide ist mit Sputz überzogen, egal ob Spiegel oder Toiletten. Und es wurde nicht das kleinste bisschen geputzt. Oh, das ist so eklig. Moment mal, was ist das hier drüben? Das ist doch nicht einfach Blut. Oh Gott, ist das widerlich. Zum Glück kann ich nicht sehen, was in den Kabinen ist. Die Spiegel, Waschbecken und Toilettenkabinen der Frauenumkleide sind schmutzig und sehen so aus, als ob sie kein bisschen geputzt wurden. Was ist das? Wieso sind hier Fenster in der Umkleide? Ist es nicht schön für jedermann, dass sie gemeinsam den Sonnenuntergang genießen können, während sie sich umziehen? Hey Autor, was suchst du hier bitte? Ist es nicht offensichtlich, dass Leute hier durch die Fenster spicken können? Eine Bank, auf die man sich setzen kann, während man sich umzieht. Wieso ist hier ein Fleck? Ein Schuhabdruck? Wieso ist hier ein Schuhabdruck auf der Bank? Und er ist immer noch feucht, als ob ihn gerade erst jemand hinterlassen hat.
Das bedeutet, jemand ist vor kurzem hier vorbeigekommen. Wieso ist er auf die Bank gestiegen? Wollte etwas überprüfen? Ich würde sagen, er ist vielleicht darauf gesprungen, hier rauf und dann an dieses Poster? Auf der Bank neben einer Toilettenkabine ist ein Fußabdruck. Der Fußabdruck entstand wegen dem nassen Boden. Ein röchelndes Atmen kommt von innerhalb der Kabine. Ist da jemand in der Kabine? Hier sind ein paar Landschaftsposter an der Wand. Die Szenerie auf ihnen sieht schön aus. Hey, ist hier jemand? Die Kabinen sind geschlossen. Vor der rechten Kabinentür steht ein Putzwagen. Ich sollte sie öffnen und einen Blick hineinwerfen. Es wird schon nichts Verrücktes passieren, oder? Was? Es ist nicht verschlossen. Hey! Ah! Sie haben mich fast zu Tode erschreckt. Wer sind Sie? Opa, du bist vielleicht gruselig. Was macht dieser alte Mann überhaupt in der Mädchenumkleide? Hä, sind Sie die Putzkraft? Hallo, Junge. Was ist hier los? Wieso verstecken Sie sich hier drin? Er zog es vor, versteckt zu bleiben und kam auch nicht heraus, als wir den Raum betraten. Dieser Kerl ist merkwürdig. Verstecken? Ich versteck mich nicht. Doch, tun Sie. Ich habe ein paar Mal gerufen und Sie haben nicht geantwortet. Ich hatte Kopfhörer auf und deshalb habe ich niemanden rufen gehört. Mann, dieser Hit dort. Babdu, badibidi, boo, babababim. Badududu, dudu, yeah. Dün, dün, Badezimmer waschen und dann kommt die Umkleide. Bitte hören Sie auf zu singen. Was machen Sie hier? Junge, ist es nicht ein wenig merkwürdig, dass du mich das fragst? Ich bin dafür verantwortlich, hier sauber zu machen. Ich bin die Putzkraft. Die Putzkraft? Oh nein. Sie behaupten also, Sie wären die Putzkraft. Hast du dazu irgendwelche Fragen, mi Jung? Das hier ist die Mädchenumkleide, aber sie sind ein Mann. Wie passt das zusammen? Oh! Nein, tatsächlich sollte ich euch dasselbe fragen. Wie kommt ihr als männliche Schüler dazu, hier in der Umkleide der Mädchen herumzurennen? Was? Das ist ein sehr ernstes Thema, Junge. Spannend. Junge, wenn ich dich bei einem Lehrer oder dem Direktor melde, kriegst du eine Menge Ärger. Wieso hätte ich dann Ärger? Ich habe jemanden rufen gehört, deswegen bin ich hergekommen, um zu sehen, was los ist. Ruf, wer hat gerufen? Vor ein paar Minuten habe ich von draußen jemanden rufen gehört. Ha. Wieso grinsen Sie so? Ich verstehe schon. Du bist hier reingekommen zu spicken. Das? Sie behaupten, dass ich wollte spannen? Sieh dich nur, wie du in Panik gerätst. Da habe ich wohl Schwarze getroffen. Lachen Sie nicht. Sie waren doch derjenige, der gespannt hat, richtig? Was? Sie sind meiner ersten Frage ausgewichen. Wieso sollten Sie in der Mädchenumkleide sein? Ist das nicht die Aufgabe der weiblichen Putzkraft? Wie bitte? Ich liege nicht falsch, nicht wahr? Sie sind hier der Verdächtige. Die weibliche Reinigungskraft musste ihren Enkel abholen gehen. Ich habe ihr geholfen, nach der Schule zu putzen. Gibt es ein Problem mit der Umkleide? Hä? Es gibt Gerüchte da über diese Umkleide, wenn nach der Schule alle gegen Mädchen gegangen sind und niemand mehr in diesem Raum ist. Ach, ist das so? Ich verstehe schon, alter Mann. Sie haben ein anderes Motiv, um hier zu sein, nicht wahr? Was kann beweisen, dass dieser Mann nicht hier ist, um zu putzen? Na, es wurde hier kein bisschen geputzt. Lügen Sie nicht. Wann haben Sie denn hier sauber gemacht? Haben Sie sich mal umgeschaut? Alles ist derartig verschmutzt. Was? Sie waren hier schon eine Weile, nicht wahr? Vor dem Zeitpunkt an, als ich vor der Tür stand, bis jetzt. Aber dem Zustand des Raumes nach zu trennen, haben Sie überhaupt nicht geputzt? Ich hab's erraten, richtig? Was haben Sie noch zu sagen? Ich war faul, okay? Deswegen habe ich nicht angefangen, sauber zu machen. Sie waren faul? Das ist richtig. Es ist eh niemand hier. Da ist es ganz normal, wenn man es etwas schleifen lässt, oder? Ist das so? Wenn Sie sich aber beeilen würden, könnten Sie früher nach Hause gehen oder so. Wieso verstecken Sie sich dann in dieser Kabine, wenn eh niemand hier ist? Ich sagte doch, ich habe mich nicht versteckt. Ha, und was können Sie mir hierzu sagen? Welcher Gegenstand beweist, dass dieser Mann verdächtig ist? Die schwarze Sporttasche? Gehört diese Tasche vielleicht Ihnen? Ist es nicht Ihre? Nein, es ist nicht meine. Oh, es ist nicht Ihre, aber wem gehört sie dann? Ich weiß es nicht. Ich dachte, Sie sagten, es wäre niemand hier. War sie bereits da, als sie hereinkam? Vielleicht hat sie eines der Schulmädchen vergessen. Aber vom Stil her ist es doch definitiv eine Männertasche. Heutzutage ist es gar nicht neues Stil auszuprobieren, Mann. Den einen Song, den ich gerade höre. Mädchen tragen Männersachen, Männer tragen Mädchensachen. Alles ist so hip und klar, das macht den alten Mann hoha. Naja, es wäre als für ein Mädchen nicht weit hergeholt, eine Männertasche zu tragen. Können Sie das wirklich behaupten? Wissen Sie, was in dieser Tasche ist? Eine Kamera. Wenn sie von einer Schülerin zurückgelassen wurde, was würde sie denn mit einer Kamera anfangen wollen? Woher soll ich das wissen? Die Wahrheit ist, dass die Kamera ihnen gehört. Das ist doch Blödsinn. Sie planten, ihr hier Bilder der Schülerin zu machen. Du, das ist doch absurd. Jetzt ist viel zu spät.
Deswegen haben sie sich auch in der Toilette versteckt. Sie wollten im Geheimen Bilder machen, aber sie hörten jemanden reinkommen. Sie sind in Panik geraten und haben sich in dieser Kabine versteckt, habe ich recht? Schwachsinn! Du hast doch keine Beweise! Hör auf, solchen Mist zu reden! Junge, Junge. Du hast einen großen Fehler gemacht, hier reinzurennen, um zu spannen. Du weißt, dass ich dich zur Polizei bringen kann, oder? Ich glaube nicht, dass sie das Zeug dazu haben, die Polizei zu rufen. Oh, und ich habe Beweise! Was? Ha, wieso, wie wollen sie das hier erklären? Welcher Hinweis bist du? Dieser Schuhabdruck. Was? Daran haben sie nicht gedacht, oder? Der Boden war nass, daher ist, als sie mit ihren dreckigen Schuhen auf die Bank gestiegen sind, ein Schuhabdruck entstanden. Lassen Sie uns einfach die Schuhsohlen vergleichen, um festzustellen, ob sie schuldig sind. Sieh sich einer die Schuld in seinem Gesicht an. Ich habe genau den wunden Punkt erwischt und er kann es nicht mehr abstreiten. Wenn diese Kamera nicht Ihnen gehört, lassen wir die Polizei sie überprüfen. Es sollte wohl genügend Möglichkeit geben, das zu beweisen. Ob jetzt jedes Mysterium mit so einem Ding zu tun hat? Sieg. Ich bin Kobayashi. Zwinker. Verdammt, du Idiot! Der Mann stößt Kobayashi mit einer Hand zur Seite und Kobayashi rutscht auf dem nassen Boden aus dem Feld hin. Sie haben mich gestoßen, wagen Sie es nicht, davonzulaufen. Was, alles klar? Hinterher, ich werde dich entkommen lassen. Hey Kobayashi, wieso liegst du eigentlich immer noch auf dem Boden? Der Mann, der hier gerade aus dem Raum geflüchtet ist, hast du ihn erwischt? Wer glaubst du, dass ich bin? Natürlich habe ich ihn erwischt. Ich habe alle Lehrer informiert und selbst erklären werde ich die Lorbeeren für das Fangen eines Spanners ernten. Mach das, du Feigling! Wen nennst du hier einen Feigling? Hat alles funktioniert? Oh, wieso bist du denn noch hier? Ich war ein wenig besorgt, dass du von einem Geist gefressen wurdest. Du hast eine blühende Fantasie, weißt du das? Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass die Putzkraft ein Spanner ist, dass so eine Person hier an der Schule herumlief. Das Merkwürdige daran ist, dass er, wenn Ryo genügend Geld gehabt hätte, sich eine Kamera zu leisten, er bestimmt der Spanner gewesen wäre. Geh doch zur Hölle. Wie könnte ein so eleganter Mann wie ich, Pose, sowas tun? Aber wieso hast du uns dann gebeten, hierher zu kommen und herauszufinden, wer der geheime Geist in der Mädchenumkleide ist? Ah, Murata! Zieh mich da nicht mit rein! Warte mal, was ist das für ein Geräusch? Nicht schon wieder! Wurde der Spanner nicht gefasst? Dieses Geräusch wurde nicht von dem Kerl gemacht, sondern von der Person, die er beobachten wollte. Die linke Kabine, hattest du sie schon nicht inspiziert? Nein, dann öffne ich mal die Tür und schau hinein. Ach, das ist das Mädchen mit der Brille. Sie hat man noch mal erwähnt. Nach dem zweiten Kapitel dachte ich, Ein Mädchen, eine Klassenkameradin. Aber es ist wirklich ein Mädchen. Hört auf, so zu starren, okay? Das ist immer noch die Mädchenumkleide. Es ist nur logisch, dass ein Mädchen hier drin ist. Pei-Pei. Ich hoffe, sie muss nicht Pipi. Hey, was machst du hier drin? Sie kommt mir ein wenig bekannt vor. Ist sie in unserer Klasse? Was, in unserer Klasse? Erkennst du sie nicht, Kobayashi? Es ist Pei-Pei aus unserer Klasse. Verflixt, Netflix. Ich erinnere mich nicht an sie. Pei-Pei ist wirklich unauffällig. Pei-Pei, wieso weinst du? Was ist los? Mir geht's gut. Du bist wahrscheinlich mit dem Nerven am Ende, oder? Hat dieser Kerl versucht, dich zu beobachten? Mich zu beobachten? Ich dachte, hier wäre niemand, deswegen habe ich mich hier versteckt. Dieser Typ muss dich gesehen haben und dir gefolgt sein. Der Geist, von dem wir gesagt wird, er würde hier weinen, war in Wirklichkeit ein Mädchen mit Brille? Die Frage ist, wieso das Gerücht besagt, dass das Weinen nur donnerstags nach der Schule gehört werden kann. Die Geräusche, die wir gehört haben, bestätigen diese Zeitangabe. Kommst du jeden Donnerstag hierher, um zu weinen? Sie weint jeden Donnerstag? Was passiert denn donnerstags? Es scheint so, als würde sie nicht darüber sprechen wollen. Es tut mir leid, ich werde jetzt gehen. Hey, wie ist sie davongekommen? Das Mädchen mit der Brille rennt verzweifelt aus dem Raum. Sie hat etwas fallen gelassen. Lass mich mal sehen. Es ist eine Gesundheitskarte des städtischen Krankenhauses, das auf Neurochirurgie spezialisiert ist. Medical Card Wang Pei. Welche Krankheit hat sie wohl, dass sie an solch einen Ort aufsuchen müsste? Ich glaube, ich weiß den Grund, wieso sie weint. Sie muss donnerstags immer ins Krankenhaus. Was ist der Grund? Das sage ich euch nicht. Wieso ist Murata so nervös? Wieso willst du es uns nicht sagen? Ryu, weißt du den Grund? Natürlich weiß ich ihn. Pose. Sie muss die Tochter eines Arztes und Superarztes sein und mega reich ist sie auch noch dazu. Obwohl ich ihr Aussehen nicht gerade überragend finde, kann ich für die Zukunft der Menschheit darüber hinwegsehen.
Das ist seine Gesundheitskarte, kein einfacher Ausweis. Er ist solch ein Idiot. Nimm dir Zeit in dieser Toilette. Komm, Murata, lass uns gehen. Hey, wollt ihr nicht ein Abschiedsfoto machen als Erinnerung? Wartet auf mich. Und so fand das ungelöste Mysterium des Geistes in der Umkleide doch noch ein Ende. Die drei jungen Detektive Kobayashi, Ryu und Murata hatten eine Kostprobe davon, was bedeutet die Wahrheit ins Licht zu bringen. Welche Abenteuer werden sie in der Zukunft noch erleben? Worum geht es bei den verbliebenen sechs Fällen der ungelösten Mysterien? Ihr findet es vielleicht schon bald heraus. Extra Kapitel an der Akademie Ende. Herzlichen Glückwunsch! Du hast alle Kapitel von Detektiv Kobayashi abgeschlossen. Du kannst nun ins Hauptmenü zurückkehren und auf Kobayashis Schreibtisch klicken, um deine gesammelten Erinnerungen anzusehen. Hast du sie alle gefunden? Smiley? Vielen Dank fürs Spielen. Wir hoffen, wir sehen uns wieder bei Detective Kobayashi 2. Ich hoffe, es gibt einen zweiten Teil. Ich sehe in diesem Spiel Potenzial. Noch ist es... Wie soll ich sagen? Trashig? Hat viele Fehler, teilweise anstrengend. Die Fälle sind teilweise auch sehr seltsam. Ich fand jetzt Fall 4 leichter als... Also die Argumente in Fall 4 fand ich besser als die Argumente in Fall 2. Wie gesagt, was mein größter Kritikpunkt ist bei diesen Diskussionen, das sind manchmal mehrere Widersprüche. Gegen Ende, also Kapitel 4 und 3 eher nicht. Also die hatten eher... Immer nur diesen einen Widerspruch, den fand ich gut. Aber Kapitel 1 und 2 leiden darunter, dass es immer mehrere Widersprüche gibt. Und du musst diesen einen perfekten zeigen. Weshalb ich sagen muss, Kapitel 3 und 4 sind die besten. Aber ich fand Kapitel 4 relativ leicht. Aber gut, an sich ist jeder Fall nicht so schwer. Plotwürste trotzdem gut. Trotzdem ein bisschen offen. Und ich hoffe, dass viele Fragen in Detective Kobayashi 2 gezeigt werden. Weil ich denke, wenn es einen zweiten Teil gibt, sehe ich Potenzial. Und wirklich, das ist eine gute Visual Novel. Wir müssen mal kleine Visual Novels unterstützen. Und die habe ich angesprochen. Ich habe die gesehen, damals 2018 war das. Hab gelesen, die kommt raus und dachte mir, die klingt gut, die klingt interessant. Ich hoffe, SSF macht weiter mit den Art-Künstlern hier, also mit den Artists. Ja, ich sehe Potenzial in dem Spiel. Es könnte länger sein. Das Spiel könnte wirklich länger sein. Die Fälle ein bisschen komplizierter. Widersprüche muss man ein bisschen gucken. Und die deutsche Übersetzung. Ich glaube, die haben sie von der englischen Übersetzung wahrscheinlich genommen. Bessern, bitte. Die hat Fehler. Aber nicht so schlimme Fehler. Es geht. Man kann sich senken und für so ein kleines Studio. Vielleicht kam es auch 2019 raus. Bin nicht besser. Ich dachte, es war 2018. Doch, und ich finde, Kobayashi ist ein Spiel. Wenn ihr es gut fandet, bitte unterstützt dieses Spiel. Denn je mehr Einnahmen da reinkommen in dieses Spiel, desto wahrscheinlicher kriegen wir einen zweiten Teil. Wir können ja mal den Schreibtisch mal kurz angucken, würde ich sagen. Können wir ein paar tolle Bilder sehen. Wieso ist Arayuki ehrlich da zu sehen? Ja, die Artists haben ein bisschen komische Gesichtsausdrücke. Also, hier ein bisschen Kobayashi sieht ein bisschen komisch aus, aber ich kann es nicht besser und ich mag's. Ich finde es toll, dass Artists auch hier ihren Spaß haben können. Ach, ist das. Das ist das. Oh, ich verstehe jetzt, warum er Nasenblut bekam. Ich frage mich, ob man alle Bilder hier. Also, es gibt wahrscheinlich mehr Bilder als nur das hier. Wir werden sicher ein paar Bilder verpasst haben. Ich glaube, da gibt es sicher noch ein paar. Also ich weiß, dass es ein Bad End gibt. Wenn man verkackt, den Täter zu schnappen. Dann gibt es ein Bad End. Das gibt ein Achievement noch dafür. Aber das zeige ich jetzt, glaube ich, nicht, oder? Aber schön, schön. Also es gibt sicher noch mehr Bilder. Das hier ist Arayuki, also. Doch, gefällt mir. Es gibt einen... Eigentlich gibt es einen zweiten Teil. An sich gibt es einen zweiten Teil. Nämlich kann man... Rein theoretisch können wir bei wahren Übeltäter auch beim Plot-Twist mal...
Schon das Bad End One. Aber es gibt zum Beispiel, wenn man die Schüttelfunktion im ersten Kapitel bemacht, kann man mit einem gewissen Duanmu schreiben. Und dieser Duanmu hat ein eigenes Spiel. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich vom selben Macher vielleicht, weiß ich nicht. Oder was mit dem zu tun. Aber der hat ein eigenes Spiel. Das wird dann noch angedeutet, dass Duanmu und er sich streiten und sagen, die dürfen sich nie kennenlernen. Weil sie hassen sich. Auf Nimmerwiedersehen, sagen die auch während des Chatverlaufs. Zeige ich jetzt nicht. Kann man nachgucken gehen. Kauft es euch selbst. Ich glaube, das Spiel ist nicht sehr aufwendig. Also wenn ihr einen schwachen PC habt, könnt ihr es wahrscheinlich selber spielen. Kauft es auf Steam, ist nicht so teuer. Wenn ihr es unterstützen wollt. Ja, und dieser Duanmu, wer sich noch erinnert, in Kapitel 2 gibt es ein Filmplakat zu einem Film mit Duanmu. Falls sich jemand noch dran erinnert, kann man noch bis zur Woche Kapitel 2 nachgucken. Ja, und ich glaube, ein, zwei Jahre später nach dem Spiel, dachte ich, war es, gab es ein Crossover zwischen Kobayashi und Duanmu, was eigentlich ein zweiter Teil ist. Könnte man spielen. Problem ist, wurde noch nicht übersetzt auf Englisch und auch noch nicht auf Deutsch, deswegen wird das erstmal nicht. Ich kann kein Chinesisch. Und Duanmus Spiel ist nur auf Englisch verfügbar. Vielleicht schauen wir uns das auch mal an. Aber wir warten auf ein Detective Kobayashi 2. Ich hoffe wirklich auf ein Detective Kobayashi 2. Denn ich sehe Potenzial in dieser Reihe. Ja, wirklich. Wir können jetzt auch mal das Bad End mal kurz machen. Ich glaube, man muss einfach verkacken, würde ich sagen. So, jetzt gucken wir uns mal alles an. Wir hätten noch vielleicht... Bla, 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 bla. Ja, ihr könnt auch gerne mal eure Meinung zu Kobayashi sagen. Wie gesagt, ich finde... Das einzige Täuschende an Fall 4 fand ich jetzt einfach dieses offene Ende. Ja, das ist eigentlich das Einzige, was ich habe. Dieses offene Ende mit dem Typen. Aber das wird wahrscheinlich in Teil 2 dann aufgeklärt, falls wir in Teil 2 bekommen. Und ich hoffe es wirklich sehr. Denn, wie gesagt, ich sehe Potenzial, aber leider kennen nicht viele das Spiel. Und ich hoffe, dass dieses Let's Play vielleicht ein paar Verkäufer holt. Ein paar Käufer, nicht Verkäufer. Ein paar Käufer. Oder Verkäufer holt. Wir verkacken einfach die Argumentation. Bla, bla, bla. Aber kann ein bisschen schneller sein. Oh nein, der Typ. Ja, ich muss mal gucken, welche Bilder man noch so bekommen kann. Wahrscheinlich durch diese Schüttelfunktion kann man noch sicher einige Bilder bekommen. Vielleicht mache ich mich mal ein bisschen auf die Jagd. Ich werde jetzt wahrscheinlich die Videos schneiden. Und dann spiele ich weiter Great Ace Attorney. Da nehme ich Lust drauf. Great Ace Attorney ist nämlich sehr gut. Also ist wirklich gut. Also... Oh nein, ich muss wieder die Sachen lösen. Okay. Ich könnte das cutten. Okay, wir haben es gelesen. Er hat sie gelesen. So, jetzt wissen wir mal schnell nochmal den Fall. Also, kaputtes Handy, den Führer und vor der SMS. Oh, ich bin so schlau, oder? Ich muss tatsächlich sagen, ein bisschen mehr Hilfe von dem Spiel wäre nett. Also gerade dieses Dreierraten finde ich teilweise ein bisschen sehr schwer. Zumindest sieht man jetzt ein paar Kritikpunkte, muss man sagen. Jetzt komm, lass uns kämpfen. Ich verkacke einfach ganz viel. Denn vielleicht kriegt man dann das Bad Ending. Wahrscheinlich, ich nehme es an. Ich finde die finale Konfrontation auch gar nicht schwer. Wie gesagt, das einzig Schwere ist einfach dann, dass man plötzlich auch Charaktere auswählen kann. Das konnte man nämlich doch gar nicht einmal machen. Gut, dann lassen wir einfach den Täter entkommen. Ja, ich bin gespannt, was das Bad Ending ist. Ein Mann oder eine Frau? Ein Mann oder eine Frau? Meine Tarnung ist perfekt. Ich erkenne mich selbst schon nicht mehr. Ach, verflucht, bin ich einfach zu schwach. Murata, Matsuda, es tut mir leid.
Okay, kriegt man gar nicht so. Dann habe ich keine Ahnung, wie man das Bad Ending bekommt. Was, wenn man seine Tarnung enttarnt? Und dann verkackt. Es gibt ein Bad Ending, ich bin mir ziemlich sicher. Aber wenn ich das jetzt nicht bekomme, dann ist es halt einfach so. Dann. Gut, er ist stark gewesen. Hatte Handschuhe an. Und jetzt verkacken wir dann. Mal gucken, ob es das bringt, oder... Oder müssen wir vielleicht bei der letzten Argumentation verkacken? Das können wir machen. Wir können bei der letzten Argumentation versagen. Weil das würde ja passen. Man versagt, weil man die letzte Argumentation nicht geschafft hat. An sich schnappen wir ihn ja sowieso nicht. Also ist es an sich egal. Ich glaube, wir müssen sein Alibi zeigen. Wie war das? War um 15.30 Uhr. Finde ich immer noch selbst, um 15.30 Uhr zu sagen. Weiß nicht, vor 15.30 Uhr war, aber... Ich habe zu schnell gedrückt, das war das Problem. Gib mir kurz die Nachricht her. Oder was? Ach so, weil er seine Brille nicht anhat, war das das? Ich drücke halt zu schnell, deswegen... Ach so, das mit der Nachricht kam doch erst später, oder? Das war doch dieses letzte Beweisding. So, jetzt müssen wir beweisen, dass er eine Brille trug. Das war... Hier. Ich will einfach nur das Bad End sehen. Ich bin gespannt, ob es wirklich ein gutes Bad End ist oder ob man es nicht bekommt. Weil... So, jetzt kommt's ja, oder? Oh, er warf seine Brille weg. Hier, schau. Er warf sie weg. Nein, aber er muss seine Brille weggeworfen haben. Ich habe einen Groll, genau. Hier, mein Groll. Ist das... Das Alibi zeigt, dass Kobayashi keinen Groll hatte. Oh, man darf aber echt nicht viel verkacken. Also okay, keine Ahnung, wie man das Bad End bekommt. Muss ich mal gucken. Naja, okay. Dann habe ich das probiert. Das hat nicht geklappt, aber... Wir verabschieden uns. Mal schauen, was das nächste Let's Play wird. Ich habe keine Ahnung. Bis jetzt kann alles sein. Außer dass Mario Let's Play kommt. Darauf habe ich ein bisschen Lust, aber... Muss nicht sein. Danke fürs Zusehen. Detective Kobayashi ist ein wirklich tolles Spiel. Hat Potenzial. Das erste Ace Attorney war ja auch nicht perfekt. Und ich glaube, wenn Detective Kobayashi ein Franchise wird, was öfter kommen wird. Ich sehe Potenzial. Ja, ich glaube, das war alles. Und vielleicht erfahren wir auch die nächsten Mysterien noch in den nächsten Spielen. Vielleicht gibt es pro Spiel dann ein Mysterium. Weiß ja nicht, wie viel der Entwickler geplant hat. Bis dann und Tschüssikowski.